Bald anderthalb Jahre ist es her, dass die Flut entlang der A schier unvorstellbare Schäden angerichtet hat. Nachdem sich das Wasser zurückgezogen hatte und zumindest der erste Schock überwunden war, begannen Bewohner und zahlreiche ehrenamtliche Helfer unmittelbar mit den Aufräumarbeiten. Trotzdem, der Wiederaufbau dauert noch immer an. Zu viele Häuser, zu viele Straßen wurden durch die Wassermassen zerstört. Und deshalb steht für viele ein weiterer Wiederaufbauwinter bevor. Ute Spangenberger war mittendrin in Bad Neuenahr-Ahrweiler und hat nachgefragt, wie es den Menschen geht. Bei Michael Lenz gibt es heute Spießbraten. Er grillt vor seinem Hotel auf der Baustelle. Wir treffen den Hotelier nicht zum ersten Mal. Seit der Flut waren wir schon mehrfach bei ihm. Er hat uns vom schleppenden Wiederaufbau berichtet und seinem Bemühen, wieder in ein normales Leben zu kommen. Hallo. Wie geht's? Gut. Wir haben Essen geplant heute Abend. Genau, ja. Es kommen Freunde. Genau. Die Freunde, die wir letztes Jahr getroffen haben, die uns eingeladen haben als Flutopfer, die haben wir heute alle eingeladen zu einem Revanche-Essen, sagen wir. Nur da wir noch nicht fertig sind, habe ich mir gedacht, machen wir einen schönen Spießbraten, machen ein paar schöne Salate dabei. Noch nicht fertig heißt, es sieht so aus. Eigentlich wollte Michael Lenz sein Hotel im Herbst wieder eröffnen. Das hatte er uns vergangenes Jahr an Weihnachten erzählt. Jetzt spielen wir auf Ostern nächsten Jahres vielleicht. Aber das größte Problem ist hier unsere Straßensituation. Der Radweg ist ein bisschen angeschlossen worden, nur bei uns vor der Türe. Die Löcher sind nach wie vor da. Wir hoffen tagtäglich, dass es irgendwie zugemacht wird. Und wir wissen noch nicht, woran es liegt. Ob es am Land liegt, am Bund liegt, an der Gemeinde liegt, es passiert einfach nichts. Die gigantischen Schäden an der Infrastruktur im Ahrtal sind noch lange nicht behoben. Allein in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler müssen 18 Brücken wieder aufgebaut werden. Wir laufen entlang der Ahr rüber in den Kurpark und treffen David Bongard vom Verein Ahrtal-Tourismus. Wie ist die Stimmung? Ja, wie ist die Stimmung? Die ist ein bisschen geteilt. Also wir haben immer noch die zwei Seiten der Medaillen. Die einen, die schon wieder in ihren Häusern wohnen, die ihre Betriebe wieder geöffnet haben nach den verheerenden Ereignissen. Und die andere Seite, die vielleicht noch ein bisschen unmotiviert ist, vielleicht auch noch ein bisschen ratlos und noch nicht weiß, wie jetzt final die Wiederherstellung oder der Neuaufbau klappen soll. Die Probleme sind vielfältig, erfahren wir. Handwerkermangel, Baustoffmangel, Ärger mit Versicherungen, Anträge, die sich bei den Behörden stapeln. Ihr Fazit, Weihnachten 2022, wie ist es? Schlimmer wie Weihnachten 2021, weil wir alle nach anderthalb Jahren Dauerstress und getrieben werden und machen müssen und ohne Chance irgendwo unser Leben selber zu bestimmen, jetzt in eine Phase kommen, wo viele gesundheitlich auch angeschlagen sind. Hier im beleuchteten Kurpark verdienen einige Gastronomen jetzt in der Weihnachtszeit wenigstens ein bisschen Geld. Ich habe noch eine Bestellung. Coretta und Sven Lettmann zum Beispiel, auch ihr Betrieb wurde verwüstet. Heute sei ein guter Tag, erzählen sie. Sie haben erfahren, dass im Februar die Fenster geliefert werden. Das ist halt ein Lichtblick, ne? Also man weiß, im Februar sind schon mal Fenster drin und man sagt hier, sobald Fenster drin sind, geht es weiter bergauf. Bei Michael Lenz sind derweil die Gäste angekommen. Auch mit ihnen haben wir schon vor einem Jahr gesprochen. Die Probleme sind geblieben. Es geht zwar voran, aber nicht so schnell, wie man gedacht hat. Man hat halt eben früher gedacht, na gut, bekommt man schon irgendwie wieder hin. Das geht. Nächstes Jahr sind wir wieder durch. Das ist aber leider nicht so. Ne? Wenn ich bedenke, dass manche Straßen immer noch nicht richtig zu befahren sind, dann ist das schon sehr, sehr schwierig. Ne? Inzwischen ist der Spießbraten fertig. Zum Essen gehen alle rein. In den einzigen Raum, der provisorisch wieder hergerichtet ist.